Frau Lange, nach der Generation Golf und Generation Praktikum sprechen wir innerhalb der Wachstumsdebatte dank Ihres Buches von der Generation Man müsste mal. Warum scheuen die Menschen den Verzicht, wenn er doch nicht nur der Umwelt, sondern auch ihnen selbst langfristig Nutzen bringen könnte? Warum kann ich ehrlich nicht genau sagen, weil ich das bis heute nicht so ganz verstehe und es mich wahnsinnig macht. Ich glaube, das ist irgendein Gendefekt, der bei uns reflexhaft sofort zu Panik führt. Ich glaube aber auch, dass wir noch nicht ganz kapiert haben, was Verzicht ist. Also vieles von dem, was die Leute als Verzicht empfinden, ist überhaupt gar kein Verzicht. Ich habe mein Leben sehr weit verändert durch dieses immer weitere Aufwachen und kann nur sagen, mein Leben ist dadurch viel besser geworden. Ja? Weniger fliegen heißt mehr Zeit haben, ja? Weniger Geld haben heißt vielleicht, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen und sich auch anders zu organisieren und vielleicht dadurch stärkere Beziehungen zu Freunden und Nachbarn zu entwickeln. Ja? Ist einfach nicht nötig, dass jeder seine eigene Schlagbohrmaschine oder einen Schubkarren im Garten stehen hat. Man kann sich das auch teilen. Insofern glaube ich, dass das auch fast ein deutscher, sehr stark auch ein deutscher, vielleicht auch amerikanischer Reflex ist, mit dem man sich mal beschäftigen müsste. Wie könnte ein solcher Kultur- und Konsumwandel dennoch gelingen oder überhaupt gelingen? Hilft es, wenn wir diesen Wandel positiv beschreiben, zum Beispiel als gesellschaftliche Innovation? Nein. Also das versuche ich ja seit 5 Jahren. Das dauert einfach zu lang. Also ich glaube, dass dieses, ach, man muss die Sachen mal umdeuten, nicht so wirklich schnell funktioniert. Ich glaube, man muss über ganz altmodische Dinge reden, wie Schuld und Moral und die Rechte von anderen Generationen, die man einklagen muss. Ich glaube, es ist auch wieder ein bisschen Zeit, auf die Straße zu gehen, ganz wirklich. Wenn wir keinen entschiedenen und auch, der darf auch reibungsvoll sein, keinen reibungsvollen Diskurs darüber hinkriegen, wie wir leben wollen, wie wir wirtschaften wollen, dann werden in den nächsten 10 Jahren die wesentlichen Grundlagen für unsere Kinder verspielt. Und ich habe versucht, das positiv zu besetzen, aber bis das bei den Leuten durchgesickert ist, sind wir bei 8 Grad Klimaerwärmung. Und das ist, glaube ich, dann zu spät, habe ich gehört. Definitiv. Es ist ein bisschen schwer, nicht an der Trägheit unserer Generation und Gesellschaft nicht zu verzweifeln. Dennoch, im europäischen Vergleich, es steht Deutschland nicht wirklich so schlecht da. Wir bauen die erneuerbaren Energien aus, die Leute bauen ihr eigenes Essen an, wir haben auf kommunaler Ebene viele Projekte, in denen sich die Menschen engagieren und einfach etwa die Energieversorgung oder Ernährungsproduktion selbst in die Hand nehmen. Das reicht natürlich alles nicht. Wie würden Sie dennoch mit einer übergeordneten Perspektive das deutsche Beispiel bewerten und auch die Wachstumsdebatte in Deutschland? Also ich würde Ihnen einfach in ganz vielen Punkten radikal widersprechen. Ja, ich finde, dass das ganz viele faule Ausreden sind und Selbstbetrug und Selbstberuhigung. Ich finde, dass Deutschland in ganz vielen Projekten ein Absichtserklärungsland ist und dass die Politik gesagt hat, Dinge sind alternativlos, ist etwas, was ich immer noch mit großem Zorn zur Kenntnis nehme und absolut nicht teile und auch spüre, dass andere das auch nicht teilen. Für mich ist es so, dass wir eine Energiewende haben, die ein Scherz ist. Wir haben eigentlich nur einen Atomausstieg, aber wir haben keinen Systemwechsel. Wir kümmern uns nicht um Einsparungspotenziale. Wir verstümpern es total und dabei ist es eigentlich das Projekt unserer Generation und auch das Projekt, von dem ich glaube, dass es Deutschland total nach vorne bringen könnte. Und ich finde, wir machen das gerade ungefähr so gut wie den Berliner Flughafen. Ja?
Von daher weiß ich nicht. Und ob die Leute ein bisschen in ihrem Garten pflanzen, da würde ich sagen, das ist Teil der Biedermeier-Bewegung. Ja? Also ich kann draußen nichts mehr machen, also fliehe ich mich ins Private. Also ich glaube, dass die Gartenbewegung auch für mich lustigerweise so ein Zeichen ist von einem Rückzug ins Private, wo wir aber gerade eigentlich den Schritt ins Politische bräuchten. Die Dinge, die uns bewegen, sind nicht durch kleine gesellschaftliche Innovationen, sondern vor allen Dingen auch ehrlich durch ein paar politische Leitplanken, die gesetzt werden müssen, zu erreichen. Und da sehe ich, dass Deutschland unfassbar weit davon entfernt ist. Was ich finde auch fast der Beginn einer Demokratiekrise ist. Also das Vertrauen der Leute macht mich in die Politik, macht mich echt, betrifft mich. Und wenn führende Intellektuelle wie Harald Welzer zum Wahlboykott aufrufen, dann finde ich das an der Stelle bei aller Wertschätzung auch hochgradig besorgniserregend. Also ich denke, dass Wahlboykott dieses Jahr insgesamt schick sein wird. Und das finde ich, ist für mich als vollkommen politischer Mensch sehr schwer zu ertragen. Auf die politischen Leitplanken oder auf eine politische Debatte können wir vielleicht auch noch eine Weile warten. Ist nicht jeder selbst gefragt, das politische Zepter für sich, seine Nachbarn, seine Kommune, seine Stadt in die Hand zu nehmen? Nein, wenn jeder ist für sich selbst gefragt, sich politisch zu engagieren. Also ich habe 3 Kinder und wenn ich mich frage, was ist der effektivste Hebel, um die Zukunft meiner Kinder zu schützen, dann ist es sicherlich nicht im Biomarkt einzukaufen. Das ist nett. Das tun in Deutschland 15%. Das ist in der Welt, das ist ein Pups. Ja? Völlig uninteressant. War immer mein Thema. Ich habe mir gedacht, jeder muss bei sich selbst anfangen. Das glaube ich überhaupt nicht mehr. Jeder muss beim anderen anfangen. Jeder muss darüber nachdenken. Ich habe zu meinem Nachbarn gesagt, dass ich sein Auto als persönliche Beleidigung empfinde und nicht als Statussymbol. Und das war der Anfang einer lustigen Diskussion. Ja? Wir müssen über Statussymbole nachdenken. Wir müssen uns wieder engagieren. Wir müssen mit anderen reden. Wir müssen auf den Marktplatz. Und wir müssen uns einschalten in eine politische Diskussion. Wir haben eine schwache Lobby, unsere Kinder haben gar keine Lobby, aber die Autoindustrie hat eine super Lobby, die Bankenindustrie noch besser. Also ich glaube, dass das fast Gift ist, zu denken, dass der Einzelne es regeln kann. Und ich glaube auch, dass darin ein unheimlicher Frust ist, weil die Leute sich auch überfordert fühlen. Ich kann es von mir sagen, ich habe mir unheimlich viel abverlangt. Und irgendwann sagst du, was soll das eigentlich? Ja, und dann schlägt das auch zurück. So. Sie sind eine